Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Dienstag, der 12. Juli 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Ich habe gehört, dass die Temperaturen derzeit so untypisch niedrig sind, weil Petrus keine Gaslieferungen bekommt. Im Wiener Börseplausch geht es natürlich wieder um Market and Me. Here's Market and Me, podcasting for equity. Börse als Modethema und die Juli-Folgen des Wiener Börseplausch sind präsentiert von Wienerberger und Bank 99. Ja, blicken wir mal auf den Markt. Der schaut jetzt um 12.12 Uhr, als ich das hier einspreche, nicht gut aus, weil der ATX-DR ist wieder unter 6.000 Punkte gefallen. Wir stehen aktuell 0,7% tiefer als gestern Schluss bei 5.989 Punkten. Auf der Verliererseite im ATX Prime sehen wir die Semperit mit minus 3,3%, die Zumtobel mit minus 3,2% und die RBI mit minus 2,6%. Das ist auch gleich wieder der Blick auf die beiden Banken, Addiko und RBI. Ja, die halten sich beide noch über 10 Euro. Bei den Zyklikern Wienerberger und Voestalpine ist es so, dass die Voest jetzt wieder unter die 20 Euro gefallen ist und die Wienerberger knapp drüber steht. Wir sind in einer Verfallswoche. Am Freitag gibt es einen kleinen Verfall. Der Juli-Verfall ist jetzt nicht so wichtig. September ist dann das nächste große Thema mit den Umstellungen im ATX und ATX 5. Und jetzt momentan ist ein bisschen saure Gurkenzeit, weil auch keine Quartalsergebnisse noch vorliegen. Und man muss ja dazu auch sagen, dass die Quartalsergebnisse zuletzt eigentlich immer sehr, sehr gut waren. Und auch die Signale aus den Unternehmen, Stichwort Director's Dealings und so weiter, durchaus gut sind. Man wird jetzt sehen, was dann fürs zweite Quartal tatsächlich reported wird. Und die Umsätze sind auch klein. Wir haben gestern unter 200 Millionen Euro Aktien gesamt gehabt. Das ist für eine Verfallswoche relativ wenig. Und so gelingt es dem Elon Musk Österreichs, nämlich unserem lieben Bundeskanzler Karl Nehammer, da zu unterhalten. Also sein Saga Alkohol und Psychopharmaka zieht sich natürlich quer durch. Und das Witzige dran ist, dass in den letzten Tagen eine österreichische Aktie neben dem Verbund gegen den Trend gestiegen ist und zwar noch viel stärker als der Verbund. Und das war witzigerweise ein Alkoholhersteller, nämlich die Gurktaler, die 40% plus gemacht hat. Natürlich Schelm, Scherz und überhaupt. Aber Gurktaler steigt. Und ich finde es einfach witzig. Ich habe bei der Gelegenheit auch halb im Scherz und mit einem Nichtwissen, das ich auch aufklären wollte, ob Valneva und Marinomed irgendwas in Richtung Psychopharmaka gemacht haben oder im Produktportfolio haben, um hier vielleicht auch vom Kanzler Nehammer zu profitieren. Ich habe eingangs erwähnt, die Marken 10 Euro bei der Addiko Bank und die Marke 20 Euro bei der Voestalpine. Da vielleicht auch kurz noch historische Bezüge. Die Addiko hat heute genau vor 3 Jahren ihr IPO gehabt und an diesem Erstnotiztag mit 17,4 Millionen Euro auch den höchsten Tagesumsatz in ihrer 3-jährigen Börsegeschichte gehabt. Das ist letztendlich jetzt auch so, dass die Addiko die letzte Aktie ist in den ATX Prime, ein IPO, also ein Initial Public Offering. Da steckt auch Public Offering, also mit Aktienausgabe, gemacht hat. Bei der Voestalpine ist wiederum so, dass die heute vor 15 Jahren mit 66,11 Euro ihr All-Time-High hatten. Heute, wie gesagt, unter 20 Euro gefallen. Für unseren Personality-Podcast, den ich jetzt schon angekündigt habe, haben wir jetzt einen tollen Presenting-Partner gewonnen. Und da geht es um die Management Factory. Vielen Dank dafür. Thomas Joel, mehr in den nächsten Tagen. Also ich freue mich sehr auf diese Serie. Und finally bereite ich für 2. September noch mit meinem deutschen Kollegen Peter Heinrich noch eine Quiz-Sendung vor. Da kann man sich quasi für ein Audioformat, 2 Stunden soll das dauern, als Kandidat bewerben. Man kann sich auch als Sponsor bewerben, wenn man das präsentieren will. Wir werden Fachwissen pur zu Wiener Börse abfragen. Es wird danach ein Champion entstehen, der auch so einen Champion-Gürtel kriegen soll, wie ein Box-Champion-Gürtel oder ein Wrestling-Champion-Gürtel. Und auch da
suche ich jetzt mal nach Möglichkeiten. Also wer mich da kontaktieren will, bitte an rudi@börsenradio.at. Ja, und News hat es heute weniger gegeben. Die CA Immo hat mit der WTS einen 11-Jahres-Mietvertrag über rund 4.900 Quadratmeter Mietfläche im Frankfurter Hochhausprojekt One abgeschlossen. Die Aktie ist heute 0,5% im Plus gegen den Trend. Bei den anderen Immobilienaktien im ATX, Immofinanz, hat sie sich jetzt bei 14 irgendwas gefestigt. Und bei der Simo wartet man, das wird jetzt schon, glaube ich, in den nächsten Tagen kommen müssen, wartet man jetzt auf das Angebot der CPI Property zu 22,85 Euro. Das sind die 23,5 minus 0,65 Euro Cash, die bereits ausgezahlt worden sind. Ja, und finally spiele ich das heute leiser, einen Lesertipp, dass man mich dann besser hört und ich mich auch nicht so verhasple, da bin ich dankbar dafür. Research. Die erste Group bestätigt Hold für Zumtrubbel, kürzt aber das Kursziel von 9,5 auf 7,3 Euro und die Deutsche Bank bestätigt AMS Osram mit Halten und nimmt das Kursziel von 14 auf 10 Franken zurück. Der Podcast selber ist erstmals jetzt Top 3 sogar in den Apple Podcast Charts und das freut mich, weil er das von deutschen Podcasts dominiert ist und auch in unserem Land Österreich und da mal ein bisschen mitmischen zu können, macht Spaß. Danke an alle, tschüss, Baba und bis morgen. Ciao.